Willkommen im Cyberraum am Winterkongress 2021. Der nächste Talk ist von Martin Steiger. Martin muss man eigentlich nicht vorstellen, er hat bis jetzt an jedem Winterkongress etwas Spannendes vorgetragen. Martin ist Anwalt und Unternehmer im digitalen Raum, also rechtlich jetzt gesehen, und befasst sich insbesondere mit dem Datenschutzrecht. Martin Steiger ist ebenfalls Sprecher der Digitalen Gesellschaft Schweiz und langjähriges Mitglied der Netzpolitik, also engagiert sich seit vielen Jahren. In seinem Vortrag Daten bei Staat und Unternehmen, ich will Auskunft, erklärt er, wie man seine Daten bei Staat und Unternehmen einfordern kann. Ihr könnt während dem Talk die Fragen an Martin stellen und wir werden die dann nach dem Talk behandeln. Es hat einen Public Chat auf der linken Seite. Und nun, Martin. Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Ich bin Anwalt für Recht im digitalen Raum und Mitglied der Digitalen Gesellschaft in der Schweiz. Am heutigen Winterkongress sprechen wir über das Thema Daten bei Staat und Unternehmen, ich will Auskunft. In meinem Vortrag soll es um die Neugierde gehen. Wir alle wollen doch wissen, wer hat unsere Daten, wo liegen diese und wie kommen wir an diese Daten ran? Und zum Glück gibt es eine rechtliche Möglichkeit, an diese Daten ranzukommen oder es zumindest zu versuchen. Diese rechtliche Möglichkeit ist das Recht auf Auskunft. Grundlage für dieses Recht auf Auskunft bildet in der Schweiz Artikel 8 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes DSG. Demnach kann jede Person vom Inhaber einer Datensammlung Auskunft darüber verlangen, ob Daten über sie bearbeitet werden. Das gilt übrigens auch im Ausland. Man kann dieses Recht also nicht nur gegenüber Inhaberinnen von Datensammlungen in der Schweiz geltend machen. Wie könnt ihr nun Auskunft verlangen? Das Mittel dafür ist ein Auskunftsbegehren. Ihr müsst nachfragen. Und nachfragen müsst ihr bei der Inhaberin der Datensammlung. Die müsst ihr adressieren. Wer das ist, steht häufig in der Datenschutzerklärung, die online veröffentlicht wird. Zum Teil natürlich auch im Telefonbuch, zum Beispiel bei einer Behörde, bei einem Kanton oder beim Bund in der Schweiz. Für ein solches Auskunftsbegehren ist es am einfachsten, wenn man darin auf dieses Auskunftsrecht gemäß Artikel 8 DSG verweist und das Ganze schriftlich abhandelt. Also auf Papier mit Unterschrift. Das verschickt man dann per Briefpost. Und zwar so, dass man prüfen kann, ob das Auskunftsbegehren angekommen ist. Traditionell geschieht das per Einschreiben. Heute spart man ein paar Franken mit APOS Plus. Da sieht man ebenfalls, ob und wann das Schreiben angekommen ist. Mitsenden als Beilage muss man jeweils eine Ausweiskopie. Es muss ein amtlicher Ausweis sein, also eine Kopie von Pass, Identitätskarte oder Ausländerausweis. Ein Beispiel, Bisnode. Für jene von euch, die Bisnode nicht kennen, die sind tätig mit dem Slogan Wissen, mit wem man Geschäfte macht. Das ist insbesondere eine Bonitätsdatenbank, und zwar eine internationale Anbieterin. Wenn euch ein Onlineshop zum Beispiel die Zahlung auf Rechnung anbietet, dann prüft er häufig bei einem Anbieter wie Bisnode, ob ihr liquid seid oder ob man doch eher Vorauszahlung verlangen sollte. Nun gut, ich wollte wissen von Bisnode, was sind da für Daten vorhanden und habe ein Auskunftsbegehren verfasst, wie vorhin beschrieben. Also insbesondere per Briefpost und mit Beilage einer Ausweiskopie. Wenn ihr nun nicht genau wisst, wie ein solches Begehren verfasst werden muss, da findet ihr Hilfe, und zwar online, am einfachsten beim eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, beim EDIP. Er ist nicht nur die Datenschutzaufsichtsbehörde für die Schweiz, zumindest für Bund und Wirtschaft, sondern er veröffentlicht auch viele hilfreiche Informationen. Darunter die Seite Allgemeine Auskunftslöschungs- und Berichtigungsbegehren. Wenn man da runterscrollt, findet man ein Beispielschreiben für ein einfaches Auskunftsbegehren. Wenn es etwas spezieller sein muss, ein spezielles Anliegen, da findet ihr noch weitere Links in der Seitenleiste, aber das einfache Auskunftsbegehren, das sollte in jedem Fall funktionieren.
Nun nutzt ihr das. Ihr könnt den Text natürlich auch anpassen, könnt ein Vorgehen wählen, das euch gefällt. Früher oder später erhält ihr hoffentlich Auskunft. Wie muss diese Auskunft aussehen? Wie muss sie erfolgen? Da gelten folgende Grundsätze. Die Auskunft muss grundsätzlich kostenlos erfolgen, innerhalb 30 Tagen, wiederum schriftlich auf Papier und per Briefpost, und die Daten müssen als Ausdruck oder als Kopie, als Fotokopie geliefert werden. Grundsätzlich bedeutet im Recht immer, dass es Ausnahmen gibt. Ausnahmsweise kann die Auskunft kostenpflichtig sein. Das muss man euch gegenüber aber begründen und euch zuerst fragen. Ihr erhält also nicht einfach eine Rechnung, sondern man fragt euch zum Beispiel, ja, wissen Sie, das ist sehr aufwendig, die Daten zu sammeln. Wir müssen Ihnen eine Gebühr von 100 Franken in Rechnung stellen. Wollen Sie immer noch Auskunft verlangen, dann könnt ihr beurteilen, ob ihr das wollt oder ob ihr sagt, nee, ich will da nichts zahlen, ich gehe dagegen vor. 30 Tage können zu kurz sein. Dann darf die Inhaberin der Datensammlung euch das mitteilen und sagen, wir brauchen etwas länger. Auch schriftlich ist nicht zwingend. Man kann unter gewissen Bedingungen auch einen elektronischen Weg wählen. Vor allem, wenn der entsprechend abgesichert ist. Und klar, genauso wie es nicht schriftlich sein muss, kann man euch zum Beispiel eine CD oder einen USB-Stick zukommen lassen. Welche Daten müssen denn geliefert werden? Das geht sehr weit, unter anderem alle vorhandenen Daten. Auch mit den Angaben über die Herkunft dieser Daten. Dann, für welche Zwecke werden diese Daten bearbeitet? Was sind die Kategorien der bearbeiteten Daten? Und gibt es Beteiligte und gibt es Datenempfängerinnen? Das alles muss man euch mitteilen. Nun ist die Frage nach allen Daten ist teilweise anspruchsvoll. Zum Teil wissen leider die Inhaber von Datensammlungen gar nicht, was sie an Daten haben. Aber die Auskunft, die sollte möglichst umfassend erfolgen. Gehen wir zurück zum Beispiel Bisnode. Bisnode hat sehr schnell reagiert. Bereits mit Schreiben vom 28. Dezember 2020, lediglich einige Tage später, wurde mir Auskunft erteilt. Und das ist ein typisches Beispiel für eine professionell erteilte Auskunft. Man antwortet vergleichsweise schnell und startet mit einigen allgemeinen Ausführungen. Und natürlich wird darauf verwiesen, dass man sich an das Datenschutzgesetz DSG hält. Bei einer Bonitätsdatenbank ist es vor allem interessant, wie steht es denn um die eigene Bonität? Bei Bisnode erhält man als Auskunft den eigenen Wert im Bonitätsindex. Und es gibt auch ein Bonitätsurteil und einen Bonitätsscore. Man sieht aber, dass Bisnode auch weitere Angaben gespeichert hat, zum Beispiel das Geschlecht, die Telefonnummer, die Adresse, plus Zahlungserfahrungen der letzten 24 Monate, die für mich allerdings vollständig fehlten. Auch in der Datenbank ist die aktuelle Adresse eben, aber auch die früheren Adressen sind verzeichnet, auch ungefähr, wann man die Adresse gewechselt hat. Bei diesem Bonitätsindex sieht man hier, ja, AA, ganz okay, AAA wäre besser, aber AA ist okay, unterdurchschnittliches Risiko und ein Score von 76 von 100 Punkten. Was man leider nicht erfährt, ist, wie diese Werte zustande kommen. Klar, wenn man jetzt viele Einträge im Betreibungsregister hat und bei B oder C landet, dann hat man einen Verdacht. Aber vom Grundsatz her ist das leider ein Geschäftsgeheimnis. Ich habe mich aber nicht nur bei Bisnode gemeldet Ende Dezember 2020, sondern bei 12 anderen Bonitätsdatenbanken. Ich wollte mal sehen, wie und vor allem wie schnell reagieren die. Die Geschwindigkeit, mit der Auskunft erteilt wurde, war alles in allem erfreulich. Plus minus wurde die Frist immer eingehalten, diese Frist von 30 Tagen. Bisnode war am schnellsten, aber auch andere waren schnell oder schnell genug, gerade auch mit Blick auf die Festtage. Dort, wo es länger als 30 Tage dauert, war fast immer der Versand schuld. Das heißt, die Auskunft wurde fast immer rechtzeitig abgeschickt. Aber dann dauerte es etwas länger, bis diese Auskunft zugestellt wurde. Alles in allem aus meiner Sicht ein gutes Ergebnis. Man merkt ja natürlich auch, dass Bonitätsdatenbank an Auskunftsbegehren gewohnt sind. Neben dem schon bekannten Bonitätsindex von Bisnode erhält man dann ja, von diesen Datenbanken jeweils eine vergleichbare Auskunft. Ein anderes Beispiel ist so eine Skala, die geht von 250 bis 600. Da bin ich bei 524 gelandet.
oder bei einer anderen Bonitätsdatenbank neutral ein Rating von C in diesem Credit Rating Index. Blöd wäre natürlich, wenn diese Daten falsch sind, denn das kann negative Auswirkungen haben. Und solche Daten können durchaus falsch sein. Hier ein Beispiel. Da folgt die Auskunft übrigens nach DSGVO gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch. Bei diesen Daten ist jetzt einiges falsch. Das Geburtsjahr zum Beispiel. Ich bin nicht im Jahr 1990 geboren, bin doch schon etwas älter. Das soll aber nicht zu meinem Nachteil sein, denke ich. Kaufkraft sehr hoch, ja, schön wär's, aber okay, mit dem kann man leben. Wenn das aber jetzt falsch wäre und Konsequenzen hätte, dann könnte man das korrigieren lassen. Könnte man sich zurückmelden und sagen, nein, mir ist wichtig, mein Geburtsjahr ist ein anderes. Spannend hier finde ich, dass die Daten ursprünglich aus Lincoln stammen. Das ist die Hauptstadt von Nebraska, also einem amerikanischen Bundesstaat. Das heißt, diese Daten, die haben irgendwie einen Weg genommen aus der Schweiz in die USA, dann über Europa wieder zurück jetzt in die Schweiz bei dieser Auskunft. Das wäre nun natürlich auch möglich, dass man bei dieser Quelle bei Acton International nachfragt. Habe ich noch nicht gemacht. Einige liefern gleich ein sogenanntes Aktualisierungsbegehren mit. Da geht es nicht in erster Linie darum, dass man falsche Daten korrigiert, sondern es geht um eine Adressänderung. Die wünschen sich natürlich, dass man die aktuelle Adresse meldet. Es geht ja häufig eben nicht um Bonität, sondern auch um Werbung. Ob das schlau ist, das könnt ihr euch selbst überlegen. Aber interessant, dass das so mitgesendet wird. Ich habe es erwähnt, am einfachsten ist es, wenn man von Anfang an die Kopie eines Ausweises mitschickt. Ich werde aber häufig gefragt, ja, ist das überhaupt erforderlich? Der Hintergrund dieser Frage sind auch Grundsätze im Datenschutzrecht, wie Datensparsamkeit. Es sollen also nicht mehr Daten als zwingend benötigt bearbeitet werden. Und nur jene Daten, die eben wirklich erforderlich sind, die Datenbearbeitung muss auch verhältnismäßig sein. Mit der Ausweiskopie sendet man dem Inhaber der Datensammlung allenfalls Informationen, die er noch gar nicht hat. Und klar, man kann sagen, der darf das Dokument nur für die Identifizierung verwenden, aber macht er das auch? Das ist dann Vertrauenssache. Man muss aber wirklich sagen, für den Inhaber einer Datensammlung ist es sehr wichtig, dass eine Person, die um Auskunft begehrt, identifiziert werden kann. Wenn das nicht geschieht, wenn das nicht möglich ist, dann könnten die Daten ja an eine falsche, an eine unberechtigte Person gehen. Das wäre eine Datenpanne, ein Datenleck, eine Datenschutzverletzung. Ich habe es dennoch probiert, Auskunft ohne Ausweiskopie zu erhalten. Und zwar aus gutem Grund bei folgendem Beispiel, nämlich bei Coop. Coop hat eine Bonuskarte, eine Einkaufskarte, die Supercard. Und da gibt es seit einiger Zeit eine digitale Identität, eine eID, nämlich die Supercard-ID. Das ist letztlich ein Account. Ich habe so eine Supercard-ID, ich habe so einen Account. Da sind auch Personendaten bereits hinterlegt, unter anderem die E-Mail-Adresse, aber auch die Nummer der Supercard natürlich. Da kann man selbstständig Personendaten abrufen, zum Beispiel welche Punkte man wo und wie gesammelt hat. Über dieses Portal, über diese Supercard-ID sind Personendaten zugänglich. Coop kennt mich, denn ich bin hier Nutzer. Eben Supercard-ID, mein digitaler Pass, einfach für Coop und die Supercard. Gesagt, getan. Ich habe wiederum ein Schreiben verfasst, so ähnlich wie an Bisnode und die Bonitätsdatenbanken, aber dieses Mal ohne Ausweiskopie. Dafür habe ich eine Kopie der Mein-Konto-Seite beigelegt, die meine Supercard-ID zeigt. Und gesagt, ja, das soll jetzt der Identifizierung dienen. Und Sie können auch gern an meine E-Mail-Adresse schreiben, um eine zusätzliche Bestätigung zu erhalten. Leider kam es dann, wie es kommen musste. Ich erhielt übrigens per E-Mail dann die Rückmeldung von Coop. Ja, vielen Dank für das Auskunftsbegehren. Leider steht in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen in den AGB unter Ziffer 11. Wir erteilen nur schriftlich und gegen Vorlage einer amtlichen Ausweiskopie die gewünschte Auskunft. Sie verweisen dann auch auf den EDÖB, auf den eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten. Und man sagt ja, eben ansonsten gibt es keine Auskunft. Interessant, man bietet mir dann aber an, die Ausweiskopie zu scannen und dann doch per E-Mail einzureichen. Das heißt, diese Schriftlichkeit, die nimmt man
gar nicht besonders ernst und widerspricht hier den eigenen AGB. Es entwickelte sich dann ein gewisser Austausch mit Coop, denn ich war der Meinung, ich bin ja schon identifiziert, ich habe diese Supercard-ID, wieso benötigt Coop doch noch eine Ausweiskopie? Das stieß auf kein Wohlwollen bei Coop. Schließlich antwortete mir der Leiter Rechtsdienst und erklärte, man werde dem Begehren nicht nachkommen, man wolle diese Ausweiskopie. Man habe das im Übrigen auch mit dem E-Typ abgesprochen. Und man werde keine weitere Korrespondenz mit mir führen. Ich danke für Ihre Kenntnisnahme. Ein höflich formulierter Mittelfinger. Nun gut, der Punkt mit dem E-Typ, den fand ich interessant. Haben die das wirklich mit dem E-Typ abgesprochen? Das konnte ich mir nur schwer vorstellen. Im Zweifelsfall äußert sich der E-Typ ja pro Datenschutz und damit auch pro Auskunftsrecht. Habe dann nachgefragt mit Verweis auf das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung, BGÖ, und erhielt schon nach kurzer Zeit die Auskunft, nein, es gebe kein Dokument im Sinne einer Absprache mit Coop. Ich habe da zwar etwas geprüft und so weiter, aber eine solche Absprache gebe es nicht. Daraufhin gelangte ich wieder an Coop, wieder den Leiter Rechtsdienst, der dann doch noch weitere Korrespondenz mit mir führte. Ich sagte ihm, ja, der E-Typ, der weiß von nichts, möchten Sie dazu Stellung nehmen? Und als Antwort kam dann, ja, man habe das mit dem Vorgänger des heutigen E-Typ vereinbart. Das ist ziemlich billig, denn der E-Typ ist nicht nur eine Person, es ist eine Behörde. Und wenn man tatsächlich etwas vereinbart, etwas abgemacht hätte, etwas abgesprochen hätte, dann wäre das dokumentiert. Kann sein, dass die mal einen informellen Austausch oder so hatten, aber eine Absprache gibt es definitiv nicht. Und wenn Coop schon eine eigene Identitätsinfrastruktur betreibt, dann könnte diese natürlich auch für die Auskunftsbegehren genutzt werden. Das wäre datenschutzfreundlich, das wäre kundenfreundlich. Wechseln wir den Bereich, wechseln wir zum Staat. Welche Daten gibt es denn dort zu holen? Immer eine interessante Quelle ist das Beispiel der Sicherheitsbehörden, gerade auch aus netzpolitischer Sicht. Sicherheitsbehörden sammeln viele Daten über die Menschen in der Schweiz und wir können nicht entscheiden, ob diese Daten gesammelt werden oder nicht. Bei der Privatwirtschaft, bei Unternehmen geht das zumindest bis zu einem gewissen Grad. Beim Staat müssen wir mitmachen, ob wir wollen oder nicht. Einige Beispiele, wo man anklopfen könnte mit einem Begehren um Auskunft. In der Schweiz gibt es in jedem Kanton eine Kantonspolizei, das sind die maßgeblichen Sicherheitsbehörden. Da kann man also anfragen und erhält dann zum Beispiel Auskunft hier im Kanton Zürich aus dem Polizeiinformationssystem Polis. Da sind verschiedene Dinge verzeichnet, einige Beispiele. Ich habe vor einiger Zeit meinen Führerausweis verloren, der wurde allenfalls auch gestohlen. Das muss man melden, das ist hier verzeichnet. Wird in Kürze gelöscht werden aus der Datenbank. Dann bin ich als Anwalt tätig und Verfahren, wo ich Personen vertrete, die finden auch hier ihren Niederschlag. Hier ein Beispiel mehrfache Urheberrechtsverletzung, aber auch unlauterer Wettbewerb. Da war oder bin ich als Rechtsanwalt tätig. Eine weitere Behörde, die viele Datenbanken pflegt, ist das Bundesamt für Polizei, das FEDPOL. Wenn man dort anfragt, wird man in erster Linie darüber informiert, in welchen Datenbanken man eingetragen ist. Da gibt es ganz viele, Beispiel HUGEN, das Hooliganismus-Informationssystem. In diesem Fall gab es Einträge in der Waffenplattform Armada. Wenn man also einen Waffenschein hat, soll ich das verstehen, und einen Eintrag im IPAS, im informatisierten Personennachweis, Aktennachweis und Verwaltungssystem. Da weiß man jetzt noch nicht, was genau eingetragen ist, da könnte man dann wieder nachhaken. Auch hier zu sehen ist, dass es Datenbanken gibt, bei denen man keine Auskunft erhält. Zum Beispiel das System Bundesdelikte, Janus. Da heißt es, man erhalte also keine Auskunft, die werde aufgeschoben, nämlich faktisch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nun gut. Weiter, der Nachrichtendienst des Bundes, der NDB. Wir als digitale Gesellschaft führen ja auch Verfahren gegen den Geheimdienst, insbesondere wegen der Massenüberwachung mit der sogenannten Kabelaufklärung.
Das schlägt sich dann auch entsprechend nieder. Zum Beispiel sammelt der Geheimdienst ganz fleißig Medienberichte. Hier wurde ich irgendwann mal zitiert. Oder an der sogenannten Tageslage des NDB, da war ich auch mal ein Thema und so weiter und so fort. Kann das wirklich spannend sein, was da so kommt. Eine weitere Quelle beim Staat ist das Strafregister. Klar, ihr kennt vermutlich den Privatauszug, den muss man ab und zu vorlegen. Was viele aber nicht wissen, ist, dass der Privatauszug, der zeigt nur einen Teil der Einträge im Strafregister. Im Normalfall ist das erwünscht. Je weniger eingetragen ist, am besten gar nichts, desto besser. Aber im Strafregister sind auch laufende Strafverfahren eingetragen. Und man hat das Recht, Einsicht in den vollständigen Auszug zu nehmen. Das ist etwas aufwendiger als der Privatauszug, den man ja online bestellen kann. Wie es genau geht, habe ich kürzlich verbloggt. Das findet ihr auf der Website der Steiger Legal Anwaltskanzlei. Wenn man auch noch Aufwand betreiben will, auch fleißig ist, könnte man versuchen herauszufinden, wer dich überwacht. Das hat mal jemand gemacht und allen 26 Staatsanwaltschaften in der Schweiz und der Bundesanwaltschaft geschrieben, bitte teilen Sie mir mit, ob ich von Ihnen überwacht werde. Nun, wenn man tatsächlich überwacht wird, ist es ja geheim. Man wird also keine Auskunft erhalten, ja, wir überwachen Sie. Dennoch sehr interessant, wie die Behörden antworten, wenn sie überhaupt antworten. Da kann man ja dann Rückschlüsse daraus ziehen. Zum Teil wurde gesagt, nein, nein, wir haben da keine Überwachung verzeichnet. Andere haben gar nicht reagiert. Andere eher säuerlich, gesagt, ja, okay, aber bitte keine weiteren Anfragen und so weiter und so fort. Wenn man das dann vergleicht, sieht man vielleicht, oh, da könnte was sein, da könnte ich überwacht werden. Soweit einige Beispiele. Es gibt ganz viele weitere Quellen, das könnt ihr euch auch selbst überlegen. Am Schluss geht es immer darum, wo vermutet ihr eure Daten? Wo könnten die sein? Behörden aller Art kommen in Frage, allenfalls auch im Ausland. Dann Bankenversicherungen, die haben typischerweise viele Daten und schließlich der ganze Internet- und Online-Bereich. Internetprovider, die müssen ja auch überwachen. Fragt mal euren Internetprovider, inwiefern er euch überwacht. Oder E-Commerce-Anbieter. Was für Daten haben Digitec, Amazon oder natürlich auch die SBB. Und schließlich Online-Dienste aller Art. E-Mail-Dienste, VPN-Dienste, Tor-Dienste allenfalls. Aber auch Unterhaltung. Netflix, wenn ihr dort ein Abonnement habt, die wissen sehr genau, was ihr wann wie gemacht habt. Zum Teil muss man hier auch mehr als einmal nachfragen. Man startet, erhält erste Daten und sagt dann, ja, das ist aber wohl noch nicht alles. Bitte gebt mir noch das und das. Das kann also auch ein mehrstufiges Verfahren sein in der Praxis. Es kann aber auch sein, dass er gar keine Auskunft erhält oder es dauert viel zu lange. In diesem Fall benötigt ihr allenfalls Unterstützung. Ihr könnt natürlich zu einem Rechtsanwalt auch zu mir kommen. Aber ein erster naheliegender Schritt ist, dass ihr die digitale Gesellschaft in der Schweiz kontaktiert. Auskunftsbegehren sind ein Kernanliegen der digitalen Gesellschaft. Das Recht auf Auskunft soll verteidigt werden. Nicht zuletzt haben wir dieses Recht auf Auskunft in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz durchgesetzt. Wir können auch helfen, wenn eine falsche oder unvollständige Auskunft erteilt wird. Das ist nämlich strafbar. Ein Beispiel, dass es tatsächlich bestraft wird, zeigt dieser Fall, den Erik Schönenberger, Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft, im eigenen Namen ausgefochten hat. Da ging es ursprünglich um Spam. Der Spammer wurde dann aber auch noch verurteilt, weil er vorsätzlich unvollständige Auskunft erteilt hatte. Alles in allem nutzt das Auskunftsrecht. Es ist vergleichsweise einfach zu nutzen. Ihr benötigt im Wesentlichen Papier, Briefumschläge und Briefmarken. Und schaut mal, was kommt. Das kann sehr interessant sein, ihr könnt solche Dinge auch mit anderen austauschen oder im Rahmen der digitalen Gesellschaft natürlich einbringen. Soweit mein Einstieg in das Thema, mein Einstieg, um euch hoffentlich zu ermöglichen, dieses Recht auf Auskunft zu nutzen. Ihr habt gleich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und im Anschluss an den Vortrag können wir die Diskussion gerne fortsetzen. Für jene, die sich jetzt schon verabschieden müssen, findet ihr meine Koordinaten online unter martinsteiger.ch. Da findet ihr meine E-Mail-Adresse, aber auch die Handynummer. Ich bin auch auf Social Media zu finden, auch auf Threema, Signal und so weiter. Da findet ihr alle Angaben.
Bevor wir also jetzt dann zum Fragenteil wechseln, verabschiede mich von jenen, die nicht mehr bleiben können oder wollen. Danke für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis bald wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin, für diesen Bericht und auch die Arbeit, die du hier noch reingesteckt hast. Die Fragen, die trudeln ein. Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten für Fragen offiziell live im Stream drin. Und wir werden dann danach, hat sich Martin noch bereit erklärt, hier noch ein bisschen Auskunft zu geben. Wir können dann gegebenenfalls auch noch die Videokameras freischalten, wenn ihr das wollt, so ein bisschen eine offene Session machen. Das muss dann eigentlich Martin sagen, wie er das haben will. Jetzt eine Frage von Andreas. Der Fall vielleicht nicht WhatsApp-bezogen, aber Apps generell. Die laden ja gerne irgendwie das ganze Adressbuch hoch. Habe ich da irgendwie, also selbst wenn ich die App nicht installiert habe, sind meine Daten dann, ja, wir sagen jetzt WhatsApp, aber es gibt ja verschiedene Anbieter, die das machen. Habe ich da ein Auskunftsrecht? Ja, das hat man in jedem Fall. Das sind Personendaten. Man muss natürlich sehen, was wird genau gemacht. Das sind häufig die Hash-Werte. Aber eine Telefonnummer, egal ob gehasht oder nicht, ist ein Personendatum. Da müsste Auskunft erteilt werden, falls die Daten vorhanden sind. Es wird halt unterschiedlich gemacht. Wenn das korrekt gemacht wird, ist auch eine Komfortfunktion. Dann sage ich, dann wird die Telefonnummer gehasht hochgeladen, wird abgeglichen, danach sofort wieder gelöscht. Ist natürlich nicht überall so. Clubhouse zum Beispiel, das jetzt gerade ein Hype ist, die scheinen die Daten nicht so schnell wieder zu löschen. Kann man also ausprobieren, Auskunft verlangen unter Nennung der eigenen Handynummer. Jetzt Jan fragt, er bekomme immer wieder mal unerwünschte Zusendungen, hat nicht geschrieben, ob das per Mail oder ich nehme an, ist elektronisch. Wir sind hier so ein bisschen netzpolitisch unterwegs hier. Ja, gibt es hier irgendeine Handhabe? Wir haben gesehen, was Erik Schönberger gemacht hat. Gibt es da irgendwie, hast du da einen Tipp, was man machen kann? Ja, da treffen sich Datenschutz und Lauterkeitsrecht. Unerwünschte Massenwerbung ist ja unlauter, also auch strafbar. Und das Auskunftsrecht ist häufig der erste Schritt, um das herauszufinden. Man kriegt also Spam und dann meldet man sich zurück und sagt, hey, wieso schreibst du mir? Habe ich dir meine Einwilligung erteilt? Wieso hast du meine Daten? Dann kriege ich häufig als Rückmeldung, ja, Herr Steiger, vielen Dank, wir haben Ihre Daten gelöscht, Sie erhalten keine E-Mail mehr. Und damit kann man dann zufrieden sein oder man könnte dann einen Strafantrag stellen wegen unlauterem Wettbewerb, weil vermutlich diese Massenwerbung eben ohne Einwilligung, ohne Opt-in verschickt wurde. Und jetzt bei der Anfrage von Erik Schönberger von Kire, da war es eine teilweise Auskunft. Was, wenn ein Unternehmen sich gar nicht meldet? Ja, das ist ziemlich gemein. Die Strafnorm, die stellt nicht unter Strafe, wenn gar keine Auskunft erteilt wird. Es kann also für ein Unternehmen schlau sein, keine Auskunft zu erteilen, gar keine. Das Recht auf Auskunft kann man aber auf dem Zivilweg durchsetzen. Man kann also vor Gericht gehen und auf Auskunft klagen. Das ist aber natürlich etwas aufwendiger. Aber das funktioniert. Man muss einfach dann die notwendige Ausdauer haben, persönlich natürlich, die Zeit. Und es kostet halt auch Geld. Allenfalls braucht man einen Anwalt, wenn man das nicht selbst machen kann oder will. Aber das Recht auf Auskunft, das ist durchsetzbar im Grundsatz. Okay. Dann vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage. Und du kennst natürlich den Fall nicht, aber Swisscom hatte ja so ein Problem, glaube ich, mit einer Partnerfirma in Frankreich war das, glaube ich, wo irgendwie Daten verloren gingen. Und da gab es ja, massive Datenabfragen gegenüber der Swisscom. Hey, wer hat eigentlich meine Daten? Und die Swisscom hat sich dann auf den Standpunkt gestellt, wir geben die Daten, oder sie haben gesagt, wir können diese Daten Auskunftsbegehren nicht so schnell abarbeiten. Wir brauchen länger. Das ist, glaube ich, okay. Aber sie haben auch gesagt, sie werden keine Auskünfte erteilen, an wen sie die Daten genau weitergeleitet haben. Ist das rechtlich okay? Ja, ich bin der Meinung, dass auch darüber Auskunft erteilt werden muss, wohin die Daten gingen. Es ist aber halt im Alltag so, dass Unternehmen häufig keine vollständige Auskunft erteilen. Mhm. Das liegt einerseits daran, dass viele Daten unternehmensintern gar nicht strukturiert vorhanden sind. Ja. Es ist durchaus so, dass es einen gewissen Spielraum gibt, wie intensiv muss man suchen nach Daten. Auf der anderen Seite wissen die Unternehmen, dass die meisten, die um Auskunft begehren, dass die nicht hartnäckig genug sind.
Das heißt, die meisten sind zufrieden oder zufrieden genug mit einer Auskunft, machen vielleicht die Faust im Sack, beklagen sich im Netz oder so, aber es hat dann keine Rechtsfolgen. In der Schweiz ist das die große Ausnahme, dass sich im Datenschutzrecht Betroffene zur Wehr setzen. Das könnte sich dann übrigens mit dem revidierten Datenschutzgesetz, das nächstes Jahr in Kraft treten soll, ändern. Da erhalten ja alle mehr Rechte als betroffene Personen. Ja, und damit sind wir bereits am Ende dieses Vortrags. Vielen Dank, Martin. Martin bleibt uns noch ein bisschen erhalten in diesem Raum und wir gehen in dem Fall aus dem Stream raus. Vielen Dank, Paki.